Hallo zusammen, ich habe hier ein 96N, das ist ein Standardkühlschrank fürs Wohnmobil und Boot. Wir haben eine Breite von 52,5. Standard ist rechts angeschlagen, also Bandung rechts. Man kann den umbanden auf Bandung links, Löcher, alles ist vorbereitet. Und wir haben hier oben ein kleines Tiefkühlfach, unten zwei Schalen, Innenbeleuchtung. Wir kriegen hier 1,5 Liter Flaschen in die Türe. Man kann hier das Deko wechseln. Und von hinten sieht der Kühlschrank so aus. Wir haben hinten den Abgang. Hier unten sitzt die Kühlmaschine. Wir haben Standard BD35 Kompressor drin, der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Optionen zu diesem Kühlschrank haben wir eigentlich nur den Digitalthermostaten. Das ist umdrehen, so ein Teil. Hier kann ich die Temperatur einstellen. Ich kann hier oben einschalten, hier lange drücken. Und das Teil liefern wir mit einer 1,5 Meter Leitung. So sieht man permanent die Temperatur, die im Kühlschrank ist. Wir gehen zum Katalog. Wir haben den Katalog April 2021. Hier oben sitzt der Kühlschrank. Wir haben die ganzen Abmessungen. Wir haben zum Beispiel hier den Energieverbrauch. Der Energieverbrauch ist bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, 365 Watt. Und bei 32 Grad außen ist er 550 Watt. Das heißt, wenn ich eine 100 Ampere Lithium-Batterie habe, kann ich den im Wohnmobil oder auf dem Boot 2 Tage betreiben, ohne zu Motoren, ohne Solaranlage Strom reinzukriegen. Weiter haben wir hier 96N. Wir haben 2 Versionen, den N, was wir hier stehen haben, und den F. Der F, das ist der gleiche Kühlschrank, aber ohne Eisfach. Die Frage ist immer, braucht man ein Eisfach, braucht man keins? Es gibt noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel einen Tiefkühlschrank macht, separat hat. Ich empfehle immer, Wohnmobile einen Kühlschrank zu nehmen, ein reiner Kühlschrank. Und dann irgendwo in der Garage zum Beispiel noch eine Tiefkühlbox, wo ich bei Bedarf einschalten kann und den Tiefkühler betreiben. Weil hier läuft das Tiefkühlfach immer mit, ob ich das brauche oder nicht. Zweitens habe ich bei diesen Tiefkühlfächern das Problem, das Tiefkühlfach kühlt ja den Kühlschrank. Wenn der Kühlschrank nicht ganz dicht ist, oder ich habe sehr viel Gemüse oder wasserhaltige Sachen eingelagert, dann habe ich hier eine Vereisung und ich muss das abtauen. Und ich kann dann schon die Tropfschale hier rausnehmen, die muss ich dann regelmäßig leeren. Die eine Option, ich kann hier bei diesem Stutzen einen Schlauch anhängen und den hinten rausführen und unter das Fahrzeug leiten. Wenn ich einen F-Kühlschrank habe, der kein Eisfach hat, taut der immer wieder ab. Durch das habe ich kein Vereisen, wenn ich zum Beispiel auf längere Fahrt gehe. Wir gehen weiter im Katalog. Einfach als Bemerkung, wir haben A. Option A, automatische Vorrangschaltung auf 230 Volt. Original läuft der Kühlschrank auf 12 und 24 Volt. Wenn ich jetzt ein Boot habe oder ich stehe sehr viel auf Campingplätzen, dann ist die Möglichkeit, noch eine Vorrangschaltung zu machen mit dem 230 Volt. Das heißt, sobald ich 230 Volt habe im Wohnmobil, stecke ich 230 Volt ein auf dem Campingplatz. Der Kühlschrank springt um auf 230 Volt, hängt also das 12 Volt ab.
sobald der Nachbar den Stecker rauszieht oder wir haben einen Stromausfall oder irgendwas, dann springt der Kühlschrank wieder zurück auf das 12 Volt. Bis dann die Batterie 10,5 Volt erreicht, dann schaltet auch der Kühlschrank ab. Also er schützt die Batterie, er hat einen sogenannten Unterspannungsschutz. Ist alles Standard mit dabei. Was aber als Option kommt, ist eben Digitalthermostaten. Den habe ich auch hier im Katalog drin. Und weiteres Zubehör habe ich einen Einbaurahmen. Habt ihr ein anderes Video, das verlinke ich euch, 106F. Da kann ich den besser einbauen. In der Regel wird er so eingebaut, ohne Einbaurahmen. Und eine weitere Option ist ein Tablar mehr, aber ihr seht, mit zwei Tablaren bin ich hier schon relativ gut bedient. Gibt es also Optionen, könnt ihr bestellen. Ja, das ist der 96N. Wir haben den gleich großen Kühlschrank, aber mit einem externen Aggregat. Das verlinke ich euch hier oben, der 106N. Der Kühlschrank ohne Eisfach verlinke ich euch hier. Und dann habe ich den gleichen Kühlschrank, der aber nur 48 breit ist. Das verlinke ich euch hier unten. Und hier könnt ihr wieder mal ein Abo dalassen. Dann bringe ich euch alle diese Produkte, sonstige Informationen über Kühlschränke auf 12 Volt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.